Hallihallo, hallo und willkommen zurück zu FIFA Let's Play FIFA 13. Wir sind am letzten Spiel. Jawohl, danach geht es in die K.O.-Runde. Gucken wir mal, eigentlich müssten wir jetzt einige Punkte sammeln. Wir spielen mal, lassen den Gegner mal in Blau spielen. Keine Tricks erlaubt. Ich bitte euch, das ist kein, das ist doch, das machen wir mal. Wir lassen es einfach, wir machen es einfach mal. Wir müssen 3-2 faire Zweikämpfe ausführen. Okay, 6 Mal aufs Tor schießen, das ist schon heftig. Keine Tricks und 6 Pässe. So, was machen wir deswegen? Wir machen deswegen den Torhüter der Fuchtler und wir machen deswegen Pass. Schussboost brauchen wir nicht. Wir sollen ja nur aufs Tor schießen. Wir sollen ja nicht irgendwas machen. Lieber haben wir so einen Fuchtler im Tor, der den Ball so oft abklatschen lässt, als jemand, der, ja, so jeden Ball hält. 3 faire Zweikämpfe also los geht's. Aarhus. Ja, ein Team, was, ich glaube, soweit ich das noch in Erinnerung habe, ein Fahrstuhlteam ist. Also, ich darf keine Tricks machen, ne? Scheiße! Ich darf keine Tricks machen, gleich in der 4. Minute den ersten Trick. Scheiße. Ja, dann kriegen wir 2 Minuspunkte. Ist jetzt Wurst. Dann machen wir mal die anderen Aufgaben auch nicht. 3 faire Zweikämpfe ausführen. Ja, komm. Das heißt also hier jetzt auch schön auf Angriff gehen. Schön. Das hast du schön gemacht. Aber das ist jetzt ärgerlich. Ich voll heraus hab mal wieder vergessen, dass ich keine Tricks machen darf. Aber schöne Flugeinlage. So, 6 Pässe. Das heißt, erster Pass, zweiter Pass. Und 6 Mal aufs Tor schießen. Das ist, ach so, das ist ja auch noch die 3. Aufgabe. Gott sei Dank kannst du mal ja gar keine Minuspunkte kriegen. Ja, der ist so ganz schön wild heute auf das Tor. Gerade so eine Fahrstuhlmannschaft ist eigentlich immer relativ gefährlich. Was um Himmels Willen war das bitte? Jawohl. Jawohl, jawohl. Nein. So, erster fairer Zweikampf. So, wie viel haben wir denn noch? Wir haben jetzt noch ein paar. Nächster Versuch aufs Tor zu schießen. Ah ja. Das war ein Torschuss. Zwergnase. Nein, das war absolut Bullshit. Bullshit. Ja komm. Nein. Du sollst mich. Ja. Ich brauch 2 Kämpfe. So. Ja. Brauch noch ein paar 2 Kämpfe. So, nach vorne, genau. Aber doch nicht. Nein, nicht so. Oh, oh, das ist wirklich ein Fliegenfänger. Wenn er selbst so einen Ball nicht hält. Oh je. Ja. So, pass mir wieder hin. Dann passe ich nach oben. Danke. Pass zu mir. Danke. Ah.
Wie viel fehlen noch? Ach, das fehlen doch noch zwei. Und drei Schüsse aufs Tor. Ja, okay. In der zweiten Halbzeit drei Schüsse aufs Tor. Ist machbar. Komm, 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 komm. Schnell, 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 schnell. Danke. Ja. Halbzeit. Bockmist habe ich gleich an Anfang gebaut. So steht es 0:0. 0:0, ja, das heißt also ein Tor noch schießen. Aufs Tor schießen heißt ja eigentlich sogar ins Tor schießen, oder heißt das nicht ins Tor schießen, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall wollte ich hier auch nochmal reingucken, bezüglich dessen, ob das jetzt eine richtige Entscheidung war, dass wir zu Schalke wechseln wollen. Ja, mindestens 75, das hat Schalke mit 76. So, Wechsel. Ja, warum? Gut, dass ich den Computer nicht fragen kann, warum, weil dann wäre was, denn ja, dann wäre was Interessantes da. So, auf den Mann laufen. Schön. Der darf schon versuchen. Fünfter. Ah, schade. Das hätte schön der Sechste sein können. Binnen kürzester Zeit. Nein. Die sollen nicht draufschießen. Ja, sechs sind's gemacht. Alle sechse. So, das heißt jetzt nur noch faire Zweikämpfe. Das heißt also eigentlich ins Mittelfeld. Das heißt wiederum, jetzt noch das Tor schießen und dann ins Mittelfeld runter. Ja, shit. Komm, danke. 1-0, so erstmal absichern. Völlig in Ordnung, absichern so, kann man machen, muss man nicht. So, weil wir brauchen ja noch diese zwei fairen Zweikämpfe. Also dieses eine Tor ist ja am Abschluss so der Schlüssel dessen, dass wir am Abschluss den Ruhm holen. So, jetzt wechseln wir. Ja, ich habe ja gesagt, eigentlich normalerweise nicht. Positionstausch mit vorne. Dass wir einfach jetzt als Positionswechsel in der Zentrale haben. Das heißt also, jetzt austauschen. Wieder unseren Liebling reintun, unseren Lieblingsersatzstürmer. So, jetzt also im Mittelfeld ein bisschen agieren. Ja. So, vielleicht jetzt die nächste Chance. Ja, eigentlich müsste ich ja im Mittelfeld bleiben, ja, ne? Hui! Der dreht zu hoch. Der dreht zu hoch, der dreht zu hoch. Und jetzt Wechsel. Ja. Zantin rein. Hier im Let's Play ein klassischer Einwechselspieler. Also ich weiß ja nicht, ob ihr, wenn ihr mal Kopenhagen spielt, den als Stammspieler habt oder eher als Einwechsel. So, das war ein fairer Zweikampf. Also fairer geht's, glaube ich, kaum. Ja, komm. Bin ja in der Nähe des Balls. Ja. Warum lasst ihr ihn... Na, es ist fast. Hey! Aber dafür, dass eigentlich wir die zwei freie... Die zwei anderen Sachen machen müssen. Ja, schieß mal drauf. Genau, schieß drauf. Genau. Super. So. Wir brauchen nämlich die zwei... Zweikämpfe. So, erster. So, Ball verlieren wieder. Klar. So. Und jetzt den zweiten holen. Irgendwie diesen letzten zweiten fairen Zweikampf holen. Nein! Wow! Das heißt ja jetzt nur noch diesen fairen Zweikampf holen. Komm. Machen wir jetzt nicht wieder so spannend wie eben. Na, ja, Eckball. Eckball, eigentlich heißt das jetzt alles nur nach vorne. Das ist so ein klassischer, ja, so, weiß ich nicht, ob es ein Fehler ist oder nicht. Allesamt nach vorne. Ja, was machen wir? Eigentlich müssten wir, ja, schön gemacht, so. Ja. Ja, eigentlich müsste er jetzt einfach nur raufschießen. Ja, macht er auch. Schön. Hol den Ball. Ja, es ist Abstoß. Gibt Abstoß. Shit. Gibt Abstoß. So.
Jetzt heißt es diesen, komm, noch spielen lassen, Schiri. Lass das noch ein bisschen spielen. Bisschen. Und nur diesen einen Zweikampf. Ja, da ist er wieder. Und jetzt pfeift, jetzt kannst du abpfeifen. Schiedsrichter, jetzt kannst du abpfeifen. Ach, zu hoch, egal, was soll's. Alle Punkte geholt, außer den Trick. Ich kann mich echt am Kopf fassen. Was für eine bescheuert. Also, wie bescheuert muss man bitte sein? In der ersten, weiß ich nicht, so früh wie möglich den Trick auszuführen. Das kann eigentlich gar nicht gut gehen. So, da haben wir den nächsten Zweikampf, den vierten. Also, ja, das war's. Aber trotzdem, so bescheuert muss man nicht sein. Aber Spannung gab es. 1-0 gewonnen und damit geht's in die K.O.-Phase. So, wir haben aber dadurch, dass wir keine Tricks, wir haben einen Trick gemacht, deswegen. Schade, schade. 1 minus 2 plus 3 plus 4 ergibt 6. So, ich glaube, Ruhm plus 4 gibt's nicht. Obwohl, naja, wenn's so spannend ist, ich weiß es nicht. Ruhm Level 4? Wenn ja, nein, Ruhm 2. Ruhm 2. Ja, komm, wir machen mal Ruhm 2, würde ich sagen, ne? Ja, komm. Boosters haben wir zwar schon viele geholt, aber Ruhm 2, weil wir den verkorkst haben. 8. Haben wir diesen Tricks-Dings da nicht gemacht. So, das heißt, uns fehlen noch wenige. Nicht mehr viel. Viertelfinale. Der wichtige DBO-Pokalenwettbewerb. Okay, naht. Schlaf dich gut aus, denn werden wir unseren Fans zeigen, wer der wahre Top-Fine ist. Das ist ein Mittelfeldspieler, der mir das gesagt hat. Muss ich mir das voll gefallen lassen? Überlegt euch das. Wir sehen uns zum nächsten Mal wieder zum Viertelfinale, wenn ihr mögt. Wir brauchen nämlich, sage und schreibe, noch 3 Ruhm-Level. Also, bis dann und tschüss.